Herzlich willkommen in der Welt der veganen Käserei. Veganer Käse ist eigentlich ein Überbegriff für alle möglichen Arten von pflanzlichen Käsesorten, denn mittlerweile gibt es veganen Käse in fast so großer Vielfalt wie den traditionellen Käse aus Milch. Bei uns heißt veganer Käse natürlich fermentierter veganer Käse und dabei kommen Methoden zum Einsatz, die relativ ähnlich sind wie in der traditionellen Käseherstellung. Es kommen auch verschiedene Kulturen zum Einsatz. Es ist alles relativ ähnlich wie in der normalen Käseherstellung, aber speziell dafür ausgelegt, pflanzliche Rohstoffe zu fermentieren. Wir machen dabei also keinen Analogkäse aus Transfett mit Geschmacksverstärkern. Nein, wir machen richtig fermentierten Käse aus hochwertigen Zutaten, der am Ende super lecker ist und noch dazu auch richtig gesund. Mit unserem veganen Käsekit kannst du tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen pflanzlichen Käsesorten herstellen. Dabei kommen Zutaten zum Einsatz wie Cashews, Mandeln oder auch weiße Bohnen. Und du kannst das Ganze super easy in deiner eigenen Küche herstellen. Je nach Käsesorte und nach Kultur dauert die Fermentation dabei nur ein paar Stunden bis hin zu ein paar Wochen, je nachdem, was für eine Art von Käse du herstellst. Das Schöne daran ist, es ist für jede Geduldsspanne und für jeden Schwierigkeitsgrad was dabei und du kannst auch super gut anfangen mit einfachen Käsesorten, die schon am nächsten Tag fertig sind und dich langsam steigern, bis du dann am Ende deinen eigenen veganen Camembert zauberst. Eine der einfachsten Käsesorten ist zum Beispiel hier so ein Cashew-Frischkäse. Da kann man super mit spielen, je nachdem, was für eine Konsistenz du möchtest. Hier habe ich jetzt eher sowas gemacht, das ist fast eher ein Quark oder eine Sour Cream. Man kann den auch super abtropfen lassen, daraus festeren Käse machen. Das ist zum Beispiel so eine Käsesorte, die ist direkt am nächsten Tag fertig. Aus Mandeln lässt sich zum Beispiel sehr toll ein Mandelricotta herstellen. Mandeln bringen so eine leicht körnige Konsistenz mit und die ist perfekt geeignet für Ricotta. Mit unserem Set kannst du aber auch einen Cashew-Mozzarella herstellen. Das ist auch eine ganz feine Sache. Der schmilzt tatsächlich auch, also super geeignet für vegane Pizza. Andere Sorte von pflanzlichem Käse, die sich auch super aus Mandeln herstellen lässt, ist ein Feta. Und dann natürlich das Nonplusultra in der veganen Käseherstellung ist am Ende der Edelschimmelkäse, also Camembert oder Brie. Ich habe euch hier mal ein Cashew Brie mitgebracht und ihr seht schon, das sieht genauso aus wie das Original, wird auch tatsächlich mit den gleichen Schimmelkulturen hergestellt, die diese weiche, flaumige Schicht dann am Ende produzieren und die auch das tolle Aroma herstellen. Und das sind aber Spezialkulturen, die eben diese Cashewmasse fermentieren können. Ich zeige euch einmal, wie das Ganze von innen aussieht. Genau, das ist so ein Cashewkäse und riecht tatsächlich genauso wie das Original, lecker käsig und nussig. Das Schöne daran, wenn man diese ganzen Käsesorten selber herstellt, ist, man kann natürlich auch 1000 Variationen des Ganzen herstellen. Also bei Frischkäse zum Beispiel kannst du dich austoben mit den verschiedensten Kräutern, getrockneten Tomaten. Kannst das Ganze natürlich auch sehr gut in eine süße Richtung tragen. Oder auch zum Beispiel beim Camembert kann man auch richtig tolle Sachen machen mit Pfefferkörnern, mit verschiedenen Kräutern da drin. Also kann man sich super, super gut austoben. Und in unserem Set ist natürlich auch wieder ein Guide dabei mit ganz vielen Rezepten, wo ganz viele Anregungen für dich dabei sind. In den letzten Jahren hat sich in der Welt des veganen Käses wirklich sehr viel getan. Viele kluge Köpfe haben sich tolle Gedanken gemacht und super tolle Methoden entwickelt, um pflanzlichen Käse herzustellen. Und das heißt, mittlerweile findet man auch im Laden relativ viele vegane Käsealternativen. Warum solltest du das Ganze also selbst machen? Ich werde dir einfach gute Gründe dazu erzählen. Häufig ist der vegane Käse, den man im Laden finden kann, leider nicht tatsächlich fermentiert, sondern ist sogenannter Analogkäse. Der wird dann aus gehärteten Fetten hergestellt. Der Geschmack kommt nicht über die Fermentation da rein, sondern über Geschmacksverstärker und künstliche Aromen. Meistens sind noch Konservierungsstoffe, Farbstoffe und jede Menge andere dubiose Zusatzstoffe dabei. Und das heißt, das Ganze ist am Ende leider kein besonders vollwertiges Lebensmittel und wird aus sehr günstigen und minderwertigen Rohstoffen hergestellt. Wenn du deinen pflanzlichen Käse selbst herstellst, dann hast du natürlich komplette Kontrolle über die Inhaltsstoffe und kannst richtig vollwertige, gesunde Zutaten verwenden, wie zum Beispiel Nüsse oder Hülsenfrüchte. Die enthalten von Natur aus gesunde Eiweiße, Fette, komplexe Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralien und so weiter. Und das steckt dann natürlich am Ende auch alles in deinem Käse drin. Durch die Fermentation mit den verschiedenen veganen Käsekulturen
werden diese ganzen Rohstoffe dann tatsächlich noch weiter veredelt. Es entstehen komplexe Aromen, die Eiweiße und Fette werden gespalten und die Nüsse und Hülsenfrüchte werden tatsächlich sogar noch bekömmlicher und noch gesünder. Also wird durch die Fermentation nochmal auf eine neue Stufe gehoben und enthält natürlich am Ende auch lebende Bakterien und ist damit probiotisch. Mittlerweile kann man in gut sortierten Läden sogar ab und an so einen veganen Camembert finden. Wer das schon mal gesehen hat, weiß auch, dass die relativ teuer sind. Ist ein relativ teures Vergnügen, denn so ein Camembert muss ein paar Wochen reifen. Zeit ist Geld. Cashews sind auch ein relativ teurer Rohstoff. Von daher bleibt das für viele ein seltenes Vergnügen. Und wenn man das Ganze aber selbst macht, dann kann man natürlich viel häufiger so einen leckeren Camembert genießen. Und an der Stelle lohnt sich selber machen tatsächlich auch finanziell sehr. Abgesehen davon macht veganen Käse selbst macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Ich finde es immer super spannend zu sehen, wie sich die Zutaten transformieren, wie der kleine Schimmel auf dem Käse wächst. Und man kann sich natürlich unendlich austoben. Man weiß genau, was da drin steckt. Man kann die verschiedensten Varianten ausprobieren und den ganzen Prozess genau auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Wer auf Milch verzichtet, braucht heute zum Glück nicht mehr auf gesunden, fermentierten und super leckeren Käse verzichten. Mit unserem Kein-Käse-Starter-Kit und der Hilfe von Millionen Mikroben kannst du eine ganze Reihe von pflanzlichen Käsesorten in deiner eigenen Küche zu Hause herstellen. So oft und so viel du willst. Denn ab jetzt kann es heißen, für Käsegenuss aus Nuss. Möchtest du mit uns fortan die Mikroben toben lassen? Dann abonniere unseren Kanal und lass uns gerne ein Like da.